Herzlich willkommen wieder zurück zu Kingdom Come. Da schlägt irgendwas. Was ist das? Jemand auf Stein schlagen würde. Es wird auch immer lauter. Was ist das da? Tatsache. Trinkt der gerade? Und wenn... Okay. Ich habe mich schon gewundert. Oh, sorry, Leute. Ich habe mich gerade echt gewundert. Ich dachte, da wäre jetzt irgendwas Spannendes. Habe ich die Folge so abrupt geendet, um euch ein bisschen auf den Arm zu nehmen. Und dann findet man so eine kleine Holzkonstruktion. Mein lieber Herr Gesangsverein. Gibt's doch gar nicht. Ich habe gedacht, wir laufen vielleicht, was ich erwartet hätte. Wir laufen vielleicht in einen Überfall. Überfall, ja, Überfall. Wir werden überfallen. Aber nein, stattdessen finden wir so eine lustige Holzkonstruktion. Okay, ja, komm. Alter, also dieser Wald eben, der hat mich ein bisschen geflasht. Ansonsten hast du ja immer so einen geraden Wald. Hier ging es so ein bisschen ab, ne? Und ich hatte überall das Gefühl, irgendwas wäre hier los. Hoppala. Also irgendwas lege da unten. Keine Ahnung. Oh, Moment. Wo könnten wir denn lang retten? Wir können tatsächlich auch mal den Weg hier oben nehmen. Dann erkunden wir wieder einen kleinen Weg. Einen neuen kleinen Weg. Hier lang. Ich glaube, hier könnte man lang reisen. Hey, hi. Was wir auch lange nicht mehr gemacht haben, ist tatsächlich lesen, fällt mir gerade ein. Das dürfen wir tatsächlich mal nicht so schleifen lassen. Einfach nur, damit wir die Lesefähigkeit haben. Und irgendwann können wir kartografieren, dann sehen wir die ganze Karte. Das ist halt auch eine coole Sache. Oh, hier ist noch ein Gebäude. Hä? Sorry, ich muss mal kurz gucken gehen. Hallo? Hi. Ich bin's. Grüß Gott. Wie kann ich zu Diensten sein, edler Ritter? Okay. Okay, das sind nur Dorfbewohner. Okay, okay, okay. I see. Also die haben jetzt nichts Spezielles. Die sind keine Schneider, die sind keine... Die haben nichts wirklich zu tun gerade. Okay. Okay, dann reiten wir zurück. Matthias und Fritz, denen geht's gut. Das erfreut mein Herz. Wir geben jetzt nochmal Bernhard unsere Beinhard, wie ein Rocker, Beinhard wie ein Flasch Bier, geben wir jetzt nochmal schnell unsere Queste ab und dann gucken wir weiter. Ach du meine Güte, hier Hilfe! Ah, wir sind, ich weiß wo wir sind. Okay. Wir könnten tatsächlich einmal... Fetzsalat. Na, aber ist auch logisch. Moment, hier lang oder da lang? Ich glaube, hier lang ist besser. Wobei wir über Neuhof reiten würden. Stopp. Dann reiten wir nicht über Neuhof. Ich weiß nicht, was länger ist tatsächlich gerade. Das ist halt so, ja, es gibt halt kein Navi. Komm, dann geben wir hier Gas. Passt schon. Alter. Durch so einen Wald reiten. Ja, moin. Wenn da ein Ast schief hängt, batz, und du bist weg. Gut, wir haben ja jetzt eine dicke Rüstung an, aber trotzdem, ich meine, was man halt auch nicht wusste, ist halt die Erschütterung. Also, je stärker du halt mit dem Streitkolben... Oh, warte mal, hier gibt es einen Weg hoch, ne? Dann gehen wir hier hoch. Ich meine, je stärker du mit einem Streitkolben auf den Kopf bekommst, ich meine, der muss ja noch nicht mal spitz sein, der kann dich auch schon einbeulen und selbst wenn er dich nur, in Anführungsstrichen, einbeult, kann es sein, dass du am Ende trotzdem mit einer Gehirnstörung rausgehst, ne? Also, das ist halt trotz alledem immer noch der Nachteil gewesen. Also, du warst trotz Rüstung nie wirklich geschützt. Und ein Pfeil, wenn der gut geschossen war und festgeschossen war, dann hattest du halt noch ein Loch in der Rüstung. Und was hast du dann gemacht? Nicht da. Hast geguckt. Also, von daher verstehe ich das schon so ein bisschen. Och nö, Bernie und Erd. Muss tatsächlich jetzt reinreiten, ne? Wo ist er denn? Ach, der ist schon in der Kabine.
Ich glaube, der ist oben drüber. So nach meinem Gefühl. Bernhard? Nö. Ah, da ist er. Hey, Kumpel. Grüß dich. Das Lager ist Geschichte. Hast du den Ja, hier. Das kennen wir ja schon. Das ist nicht alles. Auf der Straße Richtung Sasau gab es Ärger. Höchstwahrscheinlich befindet sich auch dort ein Lager. Alles klar, ich sehe mir das an. Auf bald. Okay, und wir geben ihm noch die Ohren. Ich hab... Zeig her, was für... Siehst du mal. Auf bald. 210 Groschen, musst du auch erstmal haben. Ne? So, dann... Ja, was machen wir denn jetzt? Ich überlege tatsächlich, ob wir nicht jetzt schon Theresas Quest machen. Also Theresas DLC. Quasi. Das spielen wir, soweit ich weiß, auch sie. Lass uns überraschen. Ich würde es tatsächlich mal antesten jetzt endlich. Also, wir haben jetzt so ein bisschen das Hauptspiel so ein bisschen natürlich durchgearbeitet und arbeiten uns nochmal durch. Aber irgendwie hätte ich jetzt Lust auf das DLC. Ich will wissen, was jetzt passiert. Ja, komm, wir machen das jetzt. Komm, wir machen das jetzt. Entschließe dich, der Herr. Irgendwo auf der Straße nach Sasau gibt es halt noch Leute, die geköpft werden müssen. Geschlagen werden müssen. Die müssen noch verprügelt werden. Die werden liebevoll mit dem Schwert gestreichelt. Das klingt falsch. So. Okay. Ich würde aber davor einen Retterschnaps nehmen, weil ich nicht weiß, ob das wirklich eine gute Idee ist. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was uns erwarten wird. Ich habe immer die Sorge, dass die Quests noch zu schwer sind. Hi, Theresa. Oder wir fragen sie, ob wir ausgehen können. Vielleicht du siehst aus wie ein dahergelaufener Wilder. Ja, aber nur deiner. Was? Wollen wir was unternehmen? Wollen wir wieder spazieren gehen? Das würde ich gern, Heinrich. Aber du musst einem Mädchen hin und wieder etwas Luft lassen. Siehst du mal, Heinrich. Aber wir machen mal... Hilfe. Moment kurz. Oh. Telegram halt. Oh, Junge. Wie ist es dir eigentlich in Scarlet ergangen? Ich meine, während des Angriffs und... Du weißt schon. Das ist eine lange Geschichte. Und keine schöne. Sicher, dass du sie jetzt hören willst? Machen wir. Sicher. Sicher. Also gut. Jetzt kommt das DLC, ja. Es war ein Tag wie jeder andere. Und ich tat, was ich jeden Tag zu tun pflegte. Krähen. Was? Ich stand vor den anderen auf. Es war ein schöner Morgen. Die Sonnenstrahlen waren gerade dabei, den nächtlichen Frost zu vertreiben. Wer ist denn da? Komm her. Und ein Windhauch trug den Geruch des Morgentaus und Frühlings zu mir. Na du? Oh ja, guter Junge. Ich wollte alles erledigen, bevor die anderen im Haus aufwachen. Und an diesem Morgen war ich besonders emsig. Kurze Ladepause. Wohlan, die Arbeit ruft. Ich muss Spitzer und die Hühner füttern, das Unkraut jäten. Ich erledige das besser, bevor Vater aufsteht. Okay, wir spielen tatsächlich jetzt gerade Theresa. Oh, das ist cool. Spitzer. Ach, stimmt. Ah. Lass mal füttern. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Oh. Nichts. Einfach nichts. Spitzer müsste was zu essen bekommen. Jetzt ist die Frage, woher ich das Essen bekomme. Hier vielleicht? Kupferring.
Groschen. Ich bin etwas überfordert. Das Spiel macht mich gerade schon ein bisschen mental fertig. Ich muss mich gerade überhaupt auf einen neuen Charakter einstellen und auf ein ganz anderes Play. Also, sorry, ich bin gerade baff. Okay, ich finde das erstmal sau cool. Okay, springen kann ich auch. Okay. Oh. Okay. Moment. Was ist wo? Okay, sie kann halt so gesehen gar nichts. Süßes Hündchen hat sie dabei. Okay. Questlog. B ist, hol das Hühnerfutter. Jäte das Unkraut ist bei A. Machen wir erstmal A. Das ist doch erstmal eine sehr sinnvolle Sache. Dann haben wir Nummer 1 erledigt. Disteln. Aber mal Disteln. Unkraut raushauen. Okay, hier in dem Fall ist es einfach nur Unkraut. Alter, was eine Arbeit das sein muss. Also für sie zumindest. Aber die Geräusche sind anders. Tatsächlich, die Geräusche sind anders. Warum hat man diese Geräusche nicht ins Hauptspiel implementiert? Oder habe ich nie richtig hingehört? Weil die sind neu. Muss ich sagen. So empfinde ich das. So. Aber jetzt erfahren wir auch, was mit Theresa tatsächlich passiert ist. Und... Das sollte reichen. Oh. Jetzt sieht der Garten wieder manierlich aus. Nö, wir machen alles weg. Komm. Nächste Stufe Kräuterkunde erreicht. Sehr gut. Okay. Dann haben wir das. Was müssen wir bei D machen? Ach, D ist der Hund, ne? Füttere Spitze. Hole das Hühnerfutter. Okay, das Hühnerfutter müsste da vorne irgendwo sein. Ach, guck mal, hier sind die Hühnchen. Übrigens, der Charakter rennt auch ganz anders. Okay, sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay, Spitze ist da vorne. Schläft noch jemand? Das geht nicht auf. Alles gut. Das ist der Papa von ihr. Chill doch mal. Ach, hier ist das Hühnerfutter. Sehr gut. Okay, das Hühnerfutter haben wir. Und irgendwo da muss das Essen für... Ich muss Spitzer ein Stück Fleisch bringen. Da wird er sich freuen. Ein Stück Fleisch für den Spitzer. Spitzer. Sieh mal, ganz lecker. Das haben wir schon gehört. Junge, lass dir schmecken. Sehr guter Junge. Und die... Hier für euch. Bock, 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 bock. Bitte sehr. Füllt eure Schnäbelchen. Ach, die ist so lieb. Sprich mit deinem Vater. Theresa, kommst du bitte? Ja, klar, wo komme ich? So eine tiefen Stimme. So eine tiefen Stimme, haha. Was gibt es denn, Vater? Hol die Nägel beim Schmied ab. Sie sollten fertig sein. Hier, das Geld. Jawohl. Gibt es sonst noch etwas zu tun? Nein, außer du willst noch beim Markt vorbeischauen und Vorräte kaufen. Ach, und weck vorher Samuel auf. Der Faulpelz lümmelt noch im Bett herum. Er sollte sich ein Beispiel an dir und Stibor nehmen. Euch muss man nicht unentwegt antreiben. Naja, immerhin taugt er mehr als dieser Nichtsnutz Bischek. Dieser tut nicht gut. Ein Gehilfe wie er ist sein Geld nicht wert. Dass ich ihn nicht schon längst rausgeworfen habe, verdankt er seinem Vater. Gott hab ihn selig. Ach komm. Ach Vater, urteile nicht so streng über ihn. Du weißt doch, dass er es nie leicht hatte. Nicht nur er, Mädchen. Das entschuldigt nicht seine Faulheit. Leider war. Auch er soll jetzt seinen Arsch zur Arbeit bewegen. Gut. Bischek und Samuel antreiben und Nägel holen. Ersteres wird nicht leicht. Glaube ich gern. Ach, und Theresa, sobald du dein Tagwerk vollbracht hast, habe ich eine kleine Überraschung. Tatsächlich. Ja. Jetzt bin ich neugierig, Vater. Machen wir mal so. Ich mache mich an die Arbeit. Bring Bischek dazu, die Arbeit zu machen. Das ist nicht Samuel. Das ist Stibor, okay. Stibor ist schon mal ein ganz netter. Ach, hier geht's hoch. Alles gut. So. Ach Gott. Da ist Samuel. Der Faulpelz.
Samuel, steh auf. Ja, ich bin schon wach. Essen haben, bevor du zur Mine gehst. Jawohl, Mutter. Du musst mich nicht wie ein Kind behandeln. Scheint ein schöner Tag zu werden, was? Ich sollte am Teich Fische fangen. Du musst heute arbeiten. Ich weiß. Ich könnte nach dem Mittagessen abhauen. Das kannst du schön vergessen. Schließlich hat sich Wendel schon neulich über dich beschwert. Weil Tonda den Eimer abbekommen hat? Das war nur ein Unfall. Nicht der erste Unfall in deiner Gegenwart. Was bedeutet, wenn ich früher gehe, passiert auch niemandem etwas. Und der Fisch wird morgen auch unser Mittagessen. Du fauler Narr. Du machst am Teich doch eh nur ein Nickerchen. Das Einzige, was du fangen wirst, ist eine Backpfeife vom Vormann der Mine. Aber du bist ja kein Kind mehr und kannst das selbst mit Wendel klären. Mach ich doch immer. Übrigens, er hat ja die Stimme von Hans Capone. Fällt mir gerade ein. Also, ja, kann man ja machen. So, ich hoffe, die Geschichten so generell werden ein bisschen weiter erzählt. Was muss ich jetzt noch machen? Genau, Bischek in Arsch treten. Also so richtig schön weitererzählt noch, darüber hinaus. Vater sagt, du bist faul und am liebsten würde er dich hinauswerfen. Ach, warum sollte er? Er hätte dann nämlich nur noch Stibor und Stibor arbeitet sich auch nicht gerade den Rücken krumm. Doch. Hör zu, Bischek. Wenn mein Vater dich für einen Faulpelz hält, solltest du dir besser mehr Mühe geben. Ich sag dir das doch nur, um dir zu helfen. Oder willst du wirklich deine Arbeit verlieren? Mhm. Bei euch dreht sich alles um die Schufterei, als wäre sie ein Segen des Himmels. Jetzt schon gut, ich mach mich an die Arbeit. Hauptsache, ich hab meine Ruhe. Das klingt schon besser. Und wird dein Schaden nicht sein. Ja. Mach deinen Job, Alter. Das will ich dir sagen. Nee, also, eines meiner größten Kritikpunkte an der Story war, dass die Geschichte zwischen Theresa und Heinrich irgendwann aufgehört hat. Und das so total abrupt. Und vielleicht haben die Entwickler sich das auch gedacht und haben daraus jetzt tatsächlich eine größere Story gemacht. Ich weiß nicht, ob man hier überhaupt rein kann gerade. Probieren es aber mal. Weil die Story war schon sehr schön. Also das war einer der schönsten Stories, die tatsächlich mit dabei waren. Gut, ich habe anscheinend auch viele verpasst. Also, aber das Tor ist offen. Ja, das Tor ist offen, sehr gut. Das ist übrigens die Ironie dran. Jetzt laufen wir tatsächlich rein. So. Also, ab zu Heinrich und dem Papa. Ich bin jetzt total verrückt, weil jetzt sehen wir eigentlich den Hauptcharakter von der anderen Seite. Das finde ich sau cool gemacht. Hier ist niemand. Nichts vom Schmied zu sehen. Wo könnte er sein? Oh. Okay. Die hat nur Hauptstufe erreicht. Sehr gut. Mit dem Weib, das klingt. Heinrichs Mutter. Gott sei mit dir. Benötigst du etwas? Ja, klaro. Ich soll für Vater Nägel holen. Aber in der Schmiede ist niemand. Ja, tut mir leid. Martin musste in die Burg, um mit Herrn Ratzig zu reden. Er schmiedet nämlich ein Schwert für ihn. Oh, verstehe. Und sind die Nägel für Vater fertig? Leider hat er es wegen des Schwerts nicht rechtzeitig geschafft. Ich muss dich auf morgen vertrösten, dann sind sie fertig. Ich sag es ihm am Abend nochmal. Gut, ich komme morgen wieder. Tu das, Liebes. Ach übrigens, die Mädchen haben nach dir gesucht. Wer denn? Bianca und Johanka. Du könntest sie auf dem Weg nach Hause besuchen. Bestimmt führt ihr etwas im Schilde. Aha. Um was ging es denn? Weiß ich nicht, aber es schien wichtig zu sein. Insofern ging es vermutlich um Jungs. Das ist halt die Logen. Aber das ist auch nicht wahr. Lassen wir das Thema Jungs lieber. Drei Mannsbilder zu Hause und okay. Bischek in der Mühle. Ein Esel wäre nützlicher und auch besser für die Nerven. Für dein Alter bist du ganz schön schlagfertig. Wohl wahr. Gewiss wirst du anders denken, wenn dein Vater einen guten Mann für dich findet. Ich wüsste nicht wo. Danke fürs Bescheid sagen. Ich hole dann morgen die Nägel ab. Gern geschehen. Ach, und noch etwas, Theresa.
Hast du Heinrich irgendwo gesehen? Wenn er seinem Vater mehr in der Schmiede helfen würde, wären die Nägel fertig. Ich habe ihn nicht gesehen. Bestimmt fuchtelt er wieder bei diesem Kampfmeister mit dem Schwert herum. Wenn er den Schmiedehammer so oft schwingen würde wie das Holzschwert, hätten wir genug Nägel. Also anscheinend ist Theresa ja mit der Familie ganz gut. Also was wir ja wissen, ist, dass die Beziehung zwischen Heinrich und Theresa ja eine sehr gute ist. Und wie wir es ja eigentlich aus dem Prolog schon entnehmen konnten, war da schon so eine kleine heimliche Liebe, würde ich sagen. Aber was war A? Also, kehre zu Vater zurück. Okay, dann gehen wir erstmal von da heraus, was Bianca will, dann zu Johanka und dann wieder zurück. Übrigens finde ich es auch schön, dass die Geschichte jetzt nochmal hier so erzählt wird. Das heißt, wir sehen hier nochmal alles. Warte mal. Jetzt bin ich gespannt. Sorry. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Kämpfen die da vielleicht? Mäh. Hier war ja doch der Kampfplatz. Leck mich fett, ist das gut gemacht. Gott sei mit dir, Heinrich. Und pass auf dich auf. Guten Tag, Theresa. Ist das gut gemacht? Ist echt gut gemacht. Entschuldigung, das ist echt cool. Jetzt wissen wir, was Heinrich die ganze Zeit macht. Ach ja, cool. Oh, ich liebe es gerade. Oh, hier ist der Köhler ja mit den Pferden noch. Ja. Genau, wir gehen erstmal zu Bianca. Adam, okay. Gehen wir mal rein. Der Wirt. Ach, die Bianca. Bianca, warum bist du denn schon so früh wach? Ach, Vater kommandiert mich von früh bis spät herum. Du kennst das ja. Ja, in der Tat. Schön, dass du hier bist. Du musst mir unbedingt helfen. Würdest du für mich bei Heinrich vorbeischauen? Ah. Er ist beim Schafpferch an der Palisade, wie immer. Ja, ich habe ihn gesehen. Er bereitet sich auf sein Leben als mächtiger Krieger vor. Immerhin kann er dich dann mit dem Holzschwert vor gemeinen Schurken beschützen. Ach ja, die kindischen Jungs. Hör zu. Entschuldigung, irgendwie bitter. Das passt so, Heinrich. Warum bringst du es ihm nicht? Wenn Vater das sieht, zieht er mir das Fell über die Ohren. Aber bei der Hitze braucht er doch was. Schon gut, ich bringe ihm das Bier. Hab Dank und sag ihm, dass das Bier von mir ist. Jeder weiß, dass das Bier in Scarlet von dir und deinem Vater ist. Du weißt, was ich meine. Ach, und Thea, komm zurück zu mir, wenn du ihm das Bier gebracht hast. Ich rede in der Zwischenzeit mit Vater. Wir müssen danach nämlich wohin. Ich erzähle dir später mehr darüber. Und jetzt geh, sonst wird das Bier warm. Okay, also Bianca kümmert sich anscheinend sehr um Heinrich. Aber irgendwie passt das. Also Heinrich, wissen wir ja, hat auch die Mutter gesagt, er ist ja so ein Schwachkopf, er wird ja nichts. Und jetzt ist er tatsächlich ein mächtiger Krieger geworden. Oder zumindest ein Knappe, also schon viel wert. Hey, Henry. Kann man da rüber? Ich würd gerne rüber. Aha. Ah, doch, man kann mit ihm reden. Ich habe ein Bier für dich. Genau das, was du nach einer Schlacht brauchst. Ah, toll. Heute ist es so heiß wie in Vaters Schmiede. Lieb von dir, dass du mir ein Bier gebracht hast. Also wir wissen, also ich würde jetzt mal behaupten, sie findet Heinrich eigentlich ganz toll. Also wir haben es ja so ein bisschen schon gemerkt. Oh, ich weiß es nicht. Wenn ich Theresa wäre, würde ich natürlich sagen, es ist von mir, aber Bianca ist eine Freundin halt. Was Bianca hat mich geschickt. Ihr Vater will nicht, dass sie hierher kommt. Ah, verstehe. Ich werde sie heute Abend vergelten. Ich will gar nicht wissen, wie. Warum übst du denn heute alleine? Sonst ist da doch immer dieser Vagabund. Wie heißt er? Vanjek. Und er ist kein Vagabund, sondern ein fahrender Kampfmeister. Nun, augenscheinlich kampfmeistert er heute woanders. Oder er schläft seinen Rausch von gestern aus. Ja. Nun ja, da ich keinen Gegner habe. Hättest du Lust auf ein bisschen Spaß?
Also mit dem Schwert, meine ich. Was? Ich kann's dir zeigen. Ich soll kämpfen? Klar, warum nicht? Ja, komm. Also gut. Das passt auch zu Theresa. So sei es, junger Edelmann. Aber sei gewarnt, mit dem Besen erwische ich eine Maus selbst im Dunkeln. Ich wusste doch, dass Kämpferblut in dir fließt. Dann mal los. Jetzt repostet die alles weg. Na los, Mädchen. Zeig mir, was in dir steckt. Wer den anderen zuerst 10-mal trifft, der hat gewonnen. Was, wenn ich dir wehtue? Ach, keine Sorge. Das stecke ich weg. Das erste Mal gegen Heinrich kämpfen. Ein Treffer. Aua. Ja, da merkt man halt, dass Heinrich hier noch nicht so gut war, hä? Was ist die überhaupt da? Aua. Wenn die jetzt besser ist als er, dann ist es peinlich. Dann erklärt das einiges. Und nochmal. Ja, der schlägt halt irgendwie so laschi zu die ganze Zeit. Okay, Treffer, Treffer. Ich glaube, ich bin ein bisschen besser als Heinrich. Ist schon irgendwie bitter. Oha. Sei nicht so schüchtern. Haha, wie du willst. Heinrich, was machst du? So etwas schickt sich nicht als ehrbarer Ritter. Jetzt werde ich wohl oder übel um meine Ehre kämpfen müssen. Nimm das, du Schutzjäger! Geht es dir gut? Daher kommt die Verletzung. Es ist nichts, alles gut. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Bist du mir böse? Nein, natürlich nicht. Das war einfach dumm von mir. Das kommt davon, wenn man fromm Mädchen mir nichts, dir nichts auf den Afterballen schlägt. Lass mich mal sehen. Nein, schon gut. Nur ein paar Splitter und Kratzer. Und ich wollte dir gar nicht... Du weißt schon. Lass gut sein, es ist harmlos. Nun zeig schon. Heinrich, du kennst den Spruch. Wer zum Schwert greift, soll durch Splitter umkommen. Wir haben sich also immer schon gut verstanden. Schon besser. Mm-mm. Bianca. Mhm. Ja, die hatten schon... Ja, doch. Vergiss nicht, Bianca das Bier zu vergelten. Tja. Ich weiß nicht, das ist so... Also ich finde eine Sache an Theresa, die fand ich auch cool in wie gesagt, im Prolog. Sie ist in Anführungsstrichen sehr professionell. Also die... Professionell meine ich jetzt damit, sie lässt sich nichts anmerken. Oder sie geht einen Schritt zurück, so sie lässt sich nicht einfach so von ihren Gefühlen übermannen. Und das finde ich gut. Also das finde ich einen sehr starken Charakter halt auch. Gott segne dich. Wie kann ich dir helfen? Da gab es doch noch etwas, oder? Hast du Heinrich das Bier gebracht? Klar. Hab ich. Sehr gut. Was hat er gesagt? Wir machen sie nicht eifersüchtig. Er hat sich bedankt. Das war's. Das sieht ihm ähnlich. Ach, jetzt kann ich dir ja sagen, was ich noch wollte. Lust auf einen Waldspaziergang? Jetzt gleich? Willst du mir etwa unter den Kiefern den Hof machen? Ich brauche Zutaten, um Heinrichs Lieblingsschnaps brennen zu können. Wir helfen dir. Was fehlt dir denn noch? Ich habe alle Zutaten, bis auf Tollkirschen. Aber ich kenne da eine gute Lichtung. Tollkirschen? Die sind doch hochgiftig. Nicht, wenn man mit ihnen umzugehen weiß. Also bisher habe ich niemanden vergiftet.
Machen wir. Lieblingsschnaps. Aha. Ja, ich möchte ihm den Schnaps morgen schenken. Wusste ich doch, dass es wieder um Heinrich geht. Ach, so ist das halt, Thea. Du wirst auch noch deinen Prinzen finden. Das sagt sich so leicht, wenn man in der Schenke arbeitet, wo man den ganzen Tag Männer um sich rum hat. Ich habe nur Mehlsäcke um mich rum. Was ist mit Bischek? Nein. Bischek? Ja, heirate ich einen Mehlsack. Hm, hast wohl recht. Dein Vater würde Bischek eh niemals akzeptieren. Neulich, als dein Vater ein paar Bier zu viel hatte, hörte ich ihn sagen, dass er für dich den reichsten Mann weit und breit finden will. Oh je. Ich hoffe, nüchtern denkt er nicht auch so. Warum gehst du nicht einfach alleine? Mein Vater hat etwas dagegen. Angeblich hat neulich jemand einen Wolf gesehen. Was? Hier bei uns im Wald? Angeblich. Der alte Blaha soll ihn gesehen haben, aber der ist ja nie nüchtern. Ich will trotzdem nicht alleine gehen. Warum fragst du nicht deinen Bruder? Adam? Der würde sich in die Hose machen. Außerdem muss sich jemand um die Schenkel kümmern. Aber sein Bogen wäre was. Gut mitgedacht. Danke. Also, du willst dir Adams Bogen ausleihen und dann mit mir zusammen in den Wald gehen, damit wir da Tollkirschen pflücken? Nun ja, die Sache hat einen Haken. Adam wird ihn mir nicht geben, weil letztes Mal die Sehne gerissen ist. Du musst ihn dir von ihm leihen. Ich kann eh nicht Bogen schießen, aber Stibor hat es dir beigebracht, oder? Ja, aber das ist sehr lange her. Das spielt keine Rolle. Wenn der Wolf den Bogen sieht, kommt er nicht näher. Also, wirst du Adam fragen? Du weißt doch, dass er dich mag. Mach ihm schöne Augen, dann gibt er ihn dir. Wenn du das mit Heinrich machst, klappt das vielleicht, aber ich? Komm schon, du bist doch auch ein hübsches Mädchen, Theresa. Treffen wir uns auf der Brücke am See, wenn du den Bogen hast, ja? Ja, natürlich helfen wir ihr. Na schön, dumme Frage. Ich helfe dir. Aber wenn ich das nächste Mal etwas von dir brauche, will ich nicht hören, dass du unbedingt zu Heinrich musst. Gut, du bist ein Engel. Typische. Ja, so war mal die Tür zu. Ich gehe mit Theresa Kräuter sammeln. Adam, halte hier so lange die Stellung. Ach, in Ordnung. Wir. Aber wenn heute Abend viel los ist, brauche ich dich. Sehen uns in der nächsten Folge. Von daher, bis dann. Ciao, ciao.